O Gott, o Gott. So sagen wir ja, relativ häufig manchmal, mehrmals am Tag oder ach Gott. Es ist eine interessante Beobachtung, liebe Schwestern und Brüder, dass dieser sehr emotionale Ausruf, dass er behaftet ist mit dem Namen Gottes. So hat es der in diesem Jahr verstorbene große Theologe Alex Stock beobachtet. Und zu Recht. Auch wenn er zugleich im gleichen Atemzug sozusagen sagt, dass sich Gott immer mehr aus diesem Ruf zurückzieht. Wir sagen dann nur noch, oh, ach. Es ist etwas zutiefst Menschliches, dieser Ruf. Denn er passt zu unserer Existenz. Unsere Existenz beginnt mit einem Schrei und endet mit dem letzten Atemzug, mit einem Seufzen, der sich auch wie beim Tod Jesu etwa zu einem großen Schrei ausweiten kann. Nach diesem ersten Schrei oder zwischen diesen beiden Schreien am Anfang und am Ende sind wir nicht gleich in der Lage zu sprechen. Die Babys bilden nicht gleich Sätze. Schön, wenn wir so ein paar Geräusche heute hören, hinten im Kirchenraum von einem kleinen Kind. Das sind noch nicht grammatikalisch geordnete Sätze, sondern es sind Laute. Es ist nur ein kurzes Zwischenspiel der Sprache, die der Mensch hat, um sich zu äußern. Aber dass er den Atem in sich trägt, so ist es nach biblischer Überzeugung für Juden und wie für Christen ein Werk Gottes, dass er ein Geschöpf der Erde ist, dieser Mensch, und zugleich aber den Lebensatem Gottes in sich trägt, der ihn dazu überhaupt erst ermöglicht, sich zu äußern. Laute, in denen sich auffällig Gott eingenistet hat. O Gott, ach Gott. Ein tiefer Zusammenhang ist es, dass es genau diese Laute sind, die mit Gott verbunden sind, in Verbindung gebracht werden. Es ist eine Uräußerung des Menschen. Für uns, wenn wir denn versuchen zu glauben oder sogar feststehen im Glauben, ist das nicht schwierig zu verstehen. Für die anderen mag es ein wichtiger Hinweis sein, dass Gott sich genau in den Niederungen dieser Urlaute eingenistet hat, dass er dort zu Hause ist, zeigt, wie sehr der Mensch verbunden ist mit dem, wo er herkommt und wo er, wie wir sagen, in unserem Glauben hingeht. Paulus spricht dann im Römerbrief vom Seufzen der ganzen Schöpfung, die sich so zeigt. Es ist dieses Seufzen, das noch keine Vollendung gefunden hat. Ein Seufzen, aus der Vergänglichkeit und Vergeblichkeit befreit zu werden. Und das lässt uns verstehen, warum in den letzten 7 Tagen vor Weihnachten all diese Rufe, wie auch manches volkstümliche Lied, in dieser Zeit mit einem O beginnt. O Heiland, reiß die Himmel auf. O komm, Emmanuel. O Sapientia, o Weisheit, heute, am ersten dieser 7 Tage. Die Weisheit, wir haben das eben im Buch Jesus Sirach gehört, wird als von Anfang an bei Gott anwesend gedacht. Wenn die erste O-Antiphon die Weisheit anruft, dann stellt sie sozusagen ebenfalls noch einmal ein etwas Grundsätzliches in den Raum, dass der Mensch ohne diese Weisheit seinen Weg nicht finden kann. Lehre uns den Weg der Klugheit, singen wir gleich in der O-Antiphon. Wir müssen ihn suchen, diesen Weg der Weisheit, der Klugheit, damit unser Leben gelingt, damit es sich nicht verirrt in den falschen Versprechungen, in den Vergeblichkeiten dieses Lebens, damit es eine Richtung überhaupt hat, eine Orientierung.
der Homo Viator, der Mensch als Wanderer. Auch dieser Gedanke ist Christen sehr vertraut, da ihnen Paulus doch immer neu ins Gewissen ruft: Ihr seid Fremde in dieser Welt. Eure Heimat ist im Himmel. Ihr seid Wandernde. Sage niemals, ich bin in einer Stadt zu Hause. Es gibt hier kein Zuhause, sagt Johannes Chrysostomus. Gott weist dieser Weisheit, die bei ihm ist, von Anbeginn einen Ort zu. So sagt es Jesus Sirach in der Lesung. Er sprach, in Jakob sollst du dir ein Zelt errichten, in Israel dir Erbbesitz gewinnen. Das auserwählte Volk, das, indem es auf Gott hört, die Richtung findet. Mose übersetzt es noch einmal in seiner großen Ansprache im Buch Deuteronomium. Wir hören das am Donnerstag nach Aschermittwoch immer als Lesung. Wähle den Weg. Wähle das Leben. Geh den richtigen Weg, den rechten Weg. Geh ihn mit Gott. Aber damit ist unsere Antiphon, was sie heute besingt, noch nicht erschöpft. Es geht nicht um eine allgemeine Weisheit, sondern es geht um eine Person. Es geht um den, der den Weg der Weisheit lehrt, der alle Weisheit Gottes in sich trägt, weil er vor aller Weisheit ist. Es geht darum, und darin gipfelt jeder dieser sieben Rufe und Antiphonen: Komm! Das ist nicht einfach die Bitte um ein Kommen einer allgemeinen Klugheit und Lebensweisheit, sondern es ist der Ruf des Veni, komm, der pfingstlich-adventliche Ruf um das Kommen des Heilandes, um das Kommen des Lehrers der Weisheit, um das Kommen Jesu Christi, von dem wir fest überzeugt sind, dass unser Leben nicht gelingen kann, wenn wir nicht auf ihn hören, wenn wir nicht mit ihm leben, wenn wir seine Weisheit nicht annehmen, wenn wir mit ihm, indem wir nach ihm rufen, nicht neu glauben lernen. Hosapiensia, quexore altissimi prodesti, ad ingens affine usque ad finem potiter, sua vita que disponens omnia, veniat docentum nos viam prudentiae. Meine Seele preist die Größe des Herrn.